Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, mit dem, was ich Ihnen jetzt sagen werde, verabschiede ich mich. Ich halte heute meine letzte Ansprache als Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG. Meine Abschiedsgefühle kann ich mit einem Satz zusammenfassen. Ich war gerne Präsident. Die Tatsache, dass ich gerne Präsident war, hängt direkt mit der primären Aufgabe zusammen, die Interessen von uns Juden in der Schweiz wahrzunehmen. Diese Zielsetzung motivierte mich über alle Jahre hinweg bei der täglichen Arbeit. Genauso wichtig waren für mich aber auch die Themen und Problemstellungen innerhalb der vielfältigen jüdischen Gemeinschaft selbst. In beiden dieser Aufgabenbereiche entwickelten sich während dieser Zeit unzählige wichtige Beziehungen zu Menschen. Beziehungen, die ich nicht missen möchte. Sie gehören zu den schönsten Tätigkeiten des Präsidialamtes. Deshalb dominiert am Ende meiner Präsidialzeit eine für mich wichtige persönliche Erfahrung. Ich bin dankbar, liebe Freunde, Ihnen allen begegnet zu sein. Die Gespräche, häufig auch bei Besuchen in Ihren Gemeinden, haben mich gestärkt, inspiriert und oft auch beeinflusst und geprägt. Deshalb danke ich Ihnen allen für die Freundschaft und Unterstützung, die ich im Laufe der Jahre gespürt und praktisch erlebt habe. Nun ist es an der Zeit, einen Nachfolgerplatz zu machen, der mit neuen Ideen und Inhalten unseren traditionsreichen SIG weiterführt, der Sie, liebe Freunde und Freundinnen und Ihre Gemeinden, unterstützt und besucht. Meine Sympathien und meine besten Wünsche begleiten meinen Nachfolger und sein Führungsteam über den heutigen Tag hinaus. In dieser Abschiedsrede will ich den Dank aber noch etwas präzisieren. Alle Mitglieder der Geschäftsleitung haben mich mit einem Höchstmaß an Engagement begleitet und inspiriert. Ihr unermüdlicher, von großem Sachverstand geprägter Einsatz bleibt eine wichtige, persönliche und schöne Erinnerung an meine Präsidialzeit. Lassen Sie mich Ihnen allen noch einmal einzeln danken. Vorweg meine mich stets solidarisch unterstützenden Vizepräsidentin Sabine Simkowitsch-Dreyfus und jetzt in alphabetischer Reihenfolge Francine Brunschwig, Jacques Lande, Evelyn Morali, Eduard Selig und Ariel Wieler. Großen Applaus verdient natürlich auch unser Generalsekretär Jonathan Kreutner. Er soll dem SIG noch lange erhalten bleiben. Meine liebe Anita, meine lieben Kinder Gadi, Manuel, Raphael und last but not least Alisa. Nein, ihr gehört nicht zur Geschäftsleitung des SIG oder zu irgendeinem Gremium. Aber was ihr in den vergangenen 12 Jahren für mich getan habt, war einmalig und verdient ein besonderes, ganz großes Dankeschön. Ihr wart meine konstruktivsten, wenn auch häufig kritischsten und herausforderndsten Gesprächspartner. Ihr habt mir zugeredet, wenn ich unsicher war, aber auch vor Gefahren geschützt und vor unüberlegten Schritten abgeraten. Euch konnte ich immer blind vertrauen. Ihr wart meine Stütze in diesen 12 Jahren. Dabei habt ihr nicht immer nur die schönen Seiten meines Amtes mit mir geteilt, sondern auch die schwierigen, von denen es, ihr wisst es, nicht wenige gab. Nun freue ich mich, gemeinsam mit euch ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen und wünsche uns eine schöne gemeinsame Zukunft. Mesdames, Messieurs, chers amis, le travail que nous faisons tous pour la FSCI est important. En toute logique, nous devons donc nous demander ce qui fait l'importance de la Fédération suisse des communautés israélites en tant qu'organisation pour nous juifs, mais au-delà pour l'ensemble de la Suisse. Dans cette question s'exprime assurance et conscience de soi. Je le sais, et c'est la raison pourquoi je la formule aussi directement. Fondamentalement, la question de l'importance et de la pertinence de la FSAI doit toujours être posée de cette manière directe. Voici ma réponse. L'importance et l'influence de la FSAI ne sont pas seulement essentielles pour nous juifs. Elles interpellent directement la manière dont la Suisse se comprend. Lorsque nous interrogeons sur la position des juifs dans notre société et sur notre vie de juifs au quotidien, nous percevons l'attitude fondamentale de notre pays vis-à-vis des minorités, de leurs règles, de leurs usages et de leurs convictions. La crise du Covid-19 l'a une nouvelle fois démontré. Soudain, d'absurdes théories du complot et un antisémitisme vulgaire prospèrent de nouveau
dans des cercles majeurs de la population. Ne nous faisons pas d'illusions. De nos jours, Internet et les médias sociaux, de l'étranger surtout, diffusent des propos d'un racisme primaire plus vite que jamais auparavant. Nous savons depuis longtemps que l'antisémitisme est la forme la plus ancienne de la xénophobie et qu'il s'implante aussi dans la tête de gens qui n'ont jamais rencontré un juif dans la vie. Et c'est pourquoi la FSCI ne cesse de défendre avec évidence et force les intérêts des juifs et la diversité de leur vie. Forte de cette conscience de soi, la FSCI s'est développée au cours de son histoire pour devenir un protagoniste de la vie politique, sociale et religieuse, au-delà du judaïsme. Nous contribuons à ce que les espaces de liberté des minorités soient respectés, préservés et étendus, et nous en prenons la défense. La FSCI est essentielle pour nous, juifs de Suisse, mais au-delà, elle est centrale et importante pour la coexistence de tous les autres habitants de notre pays. Le sens de la communauté, la faculté de tolérance et la volonté de trouver des compromis traversent l'histoire de notre pays comme un fil rouge. Depuis la fondation de la Confédération moderne en 1848 et surtout depuis qu'en 1865, l'égalité de droit a été octroyée aux Juifs. La FSCI est une institution qui aide à préserver ses valeurs communes. Notre époque met à rude épreuve la coexistence et la cohésion. La xénophobie s'exprime à nouveau ouvertement. L'intolérance se propage. Les nouveaux mots d'ordre sont l'antisémitisme, le racisme, la haine envers ceux qui pensent autrement, qui vivent autrement, et envers des personnes issues des migrations. La Suisse fait partie de ce monde, au cœur de l'Europe. Loin d'être de simples spectateurs, nous sommes aussi directement concernés par cet antisémitisme. En même temps, nous savons que les auteurs ne sont pas seulement motivés par l'antisémitisme, mais par d'autres argumentations problématiques. Je pense ici aux négateurs du coronavirus, aux opposants de la vaccination ou plus simplement aux racistes. Toutefois, il y a une part notable d'antisémitisme dans les sentiments exprimés par ces groupes braillards. C'est exactement ici qu'intervient la FSCI dans ses relations publiques, dans les écoles, vis-à-vis des médias et également en politique de manière ciblée. Pour atteindre ces objectifs, nous mettons en place différents moyens. D'abord, l'information et le dialogue. Dans ces dialogues, nous ne nous contentons pas de souligner ce qui est commun et qui nous unit. Cela n'a rien à voir avec une complaisance factrice. Nous parlons aussi de ce qui nous sépare, de ce qui nous est étranger, inconnu. Par exemple, en lançant d'ICRAT notre projet de dialogue, que vous connaissez tous sans doute. Grâce à l'ICRAT, nous avons contacté plus de 30 000 jeunes non-juifs depuis les débuts. Le projet nous a simultanément permis de consolider et de renforcer l'identité des jeunes participants juifs, une aspiration que, depuis sa création, la FSCI a toujours eu à cœur de réaliser. En principe, pour établir un dialogue offensif, en politique, dans la société et dans la religion, nous avons besoin de part et d'autre, de personnalités capables de nourrir. Dans les médias, au Parlement, dans les médias sociaux, les blogs et sur Twitter, dans les autres écoles, mais aussi dans les cafés à la table des habitués et spontanément dans les familles et les cercles d'amis. Nous devons poursuivre ce dialogue dans toutes les couches sociales et avec des personnes de tout niveau de formation, sans complications, directement dans la vie quotidienne. C'est ainsi que nous rencontrons dans leur vie de tous les jours des citoyens et citoyennes que nous heurtons souvent à une société pénétrée de préjugés et d'ignorance. Es reicht nicht aus, bei irgendwelchen dummen Sprüchen oder schlechten Witzen vornehm zu schweigen. Wir haben die Pflicht, in der Mitte der Gesellschaft, eben im viel zitierten Alltag, sofort das Wort zu ergreifen und zu widersprechen,
zu korrigieren, zu präzisieren. Dürftige Ausreden wie "Ich habe es ja nicht bös gemeint" oder "Es war ja nur ein Witz" dürfen wir nicht akzeptieren. Auch der SEG führt diese Auseinandersetzungen. Er ist verantwortlich für die Aufklärungsarbeit. Das ist eine unserer primären Aufgaben, die wir Tag für Tag wahrnehmen. Antisemitismus darf im öffentlichen Raum der Schweiz keine Chance haben. Weder durch Rechte, Linke, Muslime oder fundamentalistische Religionsgegner. Unseren vielen Gesprächspartnern in Politik, Zivilgesellschaft, Kirchen und Medien danke ich an dieser Stelle, dass sie uns unterstützen und sich mit uns solidarisieren. Die Eindeutigkeit der Wortwahl ihrer Stellungnahmen hat mich häufig sehr beeindruckt. Und trotzdem muss ich eine kritische Anmerkung machen. Wenn es um die Sicherheit von uns Juden geht, reichen schöne Worte allein nicht aus. Meine Damen und Herren, das Sicherheitsthema beschäftigt die Juden und Jüdinnen in der Schweiz, und zwar zu Recht. Jede Analyse der Situation, auch die des Bundes, endet jeweils mit einer eindeutigen Konklusion: Juden sind eine erhöht gefährdete Minderheit. Deshalb müssen die Leistungen des Staates zum Schutz unserer jüdischen Einrichtungen erhöht werden. Ja, wir sind dankbar und freuen uns über den Teilerfolg, dass die Eidgenossenschaft und die Kantone jetzt Finanzmittel investieren, um jüdische Infrastrukturen zu schützen. Das reicht aber weiter nicht. Es braucht unbedingt viel umfassendere, weitergehende Maßnahmen des Staates, des Bundes, der Kantone und der Städte. Anschläge auf Synagogen, jüdische Museen und Schulen im Ausland beweisen das Gefährdungspotenzial. In der Schweiz fühlen wir uns Juden zwar relativ sicher, aber jeder von uns spürt die tiefsitzende Besorgnis. Die Terrorattacken von Halle vor einem Jahr und vor wenigen Wochen in Hamburg hat niemand von uns vergessen. Um es ganz klar zu sagen, wir fordern nicht Geld, sondern Sicherheit und Schutz. Darum geht es. Wir Juden haben, wie alle Menschen in unserem Land, das Recht, vor Angriff und Bedrohung bewahrt und geschützt zu werden. Bei meinen Besuchen in Ihren Gemeinden habe ich diese Sorge immer wieder vernommen. Bei diesem zentralen Punkt, unserem Gemeindeleben, will ich ein Fazit ziehen. Wir dürfen stolz sein auf unser aktives Gemeindeleben in seiner Vielfalt, die wir in Zukunft noch stärker nach außen tragen sollen. Wir dürfen den SEG mit Stolz vorzeigen. Unser Dachverband kann die Zukunft geeint, stabil und stark anpacken. Der SEG muss alles daran setzen, die manchmal mühevolle und anstrengende jüdische Diversität abzubilden. Natürlich muss ich auch benennen, dass es mir nicht gelungen ist, einen alten persönlichen Wunsch zu erfüllen, nämlich alle Juden unseres Landes, auch die in liberalen Gemeinden und jene in vereinzelten anderen kleinen charedischen Gemeinden, unter dem ausladenden breiten Dach des SEG willkommen heißen zu dürfen. Ich bedauere das und hoffe, dass dieser Wunsch doch bald einmal in Erfüllung geht. Die Leistungen, welche Ihre Gemeinden Tag für Tag erbringen, sind beeindruckend. In der schwierigen Corona-Zeit müssen Sie sich oft doppelt bewähren. In solchen Krisen zeigt sich der Wert der Gemeinschaft und des Zusammenhalts. Die partnerschaftlichen Kooperationen zwischen großen und kleinen Gemeinden, Einheits- und charedischen Gemeinden waren beispielhaft und bleiben es hoffentlich auch weiter. Das lebensbedrohende Virus bringt uns zusammen. Alle Juden, charedische, orthodoxe, traditionelle, liberale und säkulare, in der Tat die ganze Menschheit, wir alle sind Ziel dieser Krankheit. Deshalb müssen wir jetzt mehr denn je jegliche Spaltungen in unserer Gemeinschaft ablegen. Corona gibt uns allen eine unerwartete Gelegenheit, dem Spruch des Talmud nachzuleben: Kol Israel Arevim Zelaze. Alle Juden sind füreinander verantwortlich. Nützen wir diese Gelegenheit. Spaltungen zu überwinden, das Anderssein besser zu verstehen und die unterschiedliche Vielfalt der Bereicherung zu begrüßen, darin lag auch der Sinn meiner Gespräche mit den Exponenten der anderen Religionen. Der Respekt, mit dem wir uns begegneten, empfand ich stets als Bereicherung. Auch hier erlaube ich mir, ein Fazit zu ziehen. Am Ende meiner Amtszeit als Präsident darf ich festhalten, dass wir große Fortschritte gemacht haben. Gerade auch dann, wenn wir den Mut hatten, zu den Unterschieden und den Differenzen zu stehen. Die in den Jahren gewachsenen freundschaftlichen Beziehungen ermöglichen die Offenheit während unserer Gespräche,
gerade auch bei jenen Themen, die wir unterschiedlich beurteilten. Halten wir deshalb diesen gewachsenen Freundschaften Sorge. Lassen Sie mich hier die Begegnungen mit den muslimischen Vertretern hervorheben. Unseren anspruchsvollen, nicht immer leichten Dialog, vor allem über die Themen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit, müssen wir fortsetzen und weiter ausbauen, um den inneren Frieden in der Schweiz zu bewahren. Die gemeinsame Erklärung des SEG und des muslimischen Dachverbandes gegen Juden- und Muslimfeindlichkeit und Rassismus stieß 2018 auf ein hohes Interesse in der Öffentlichkeit. Die Erklärung beeinflusste Stil und Inhalt der gesellschaftlichen Debatte. Wir erklärten damals gemeinsam, und ich zitiere, Ziel ist es, ein Klima des wechselseitigen Respekts und der gegenseitigen Achtung zu schaffen. Dies ist die Grundlage eines echten Dialogs und dient zur Stärkung des religiösen Friedens zwischen allen Menschen. Dieser Dialog unter Religionsvertretern ist umso wichtiger, als wir in einer Art Zeitenwende leben. Religiöses verliert zunehmend seine Deutungshoheit. Das Verständnis für Religionsfreiheit wird infrage gestellt. Wir leben in einer säkularisierten Welt, was die Rolle von Religionen in der Öffentlichkeit grundsätzlich verändert. In der westlichen Welt werden selbst Mehrheitsreligionen kaum mehr für die Wertevermittlung als zuständig erachtet. Mit Sorge beobachte ich deshalb die Tendenz, dass sich unsere Gesellschaft immer skeptischer gegenüber Lebensentwürfen oder Haltungen zeigt, die nicht den säkularen Mehrheitsmeinungen entsprechen. Eine Lebensführung, die sich an einer Religion orientiert, sieht sich zunehmend Anfeindungen oder gar Einschränkungen ausgesetzt. Das betrifft besonders die Minderheitsreligionen, also uns Juden und Muslime. Ich denke da an die Feiertagsdispensen beim Schulbesuch, die religiösen Kleidervorschriften, vor allem aber die Brit Mila unter Schächten. Diese Entwicklung gibt uns zu denken, weil sie das Fundament einer vielfältigen Gesellschaft untergräbt. Verbote oder Einschränkungen würden dazu führen, dass sich viele Juden in unserem Land nicht mehr akzeptiert fühlen. Deshalb wehren wir uns gegen Einschränkungen und Verbote. Wir beobachten aber auch innerhalb des Judentums einen Trend zur Säkularisierung. Die Bedeutung der Religion nimmt ab, auch bei uns. Gleichzeitig bleiben aber auch säkulare Juden trotz allem weitgehend unseren jüdischen Traditionen, den Werten, der Geschichte und unserer Kultur verbunden. Diese wichtige Erkenntnis bleibt für mich gültig. Wer versteht, woher er kommt, gewinnt Orientierung, auch in der Gegenwart. Unser Freund Arthur Cohn sagte immer wieder, von seinen Eltern habe er Wurzeln und Flügel auf den Weg bekommen. Wurzeln, damit er wisse, wer er sei, Flügel, um in die Welt hinauszufliegen. Dasselbe durfte ich auch von meinen lieben Eltern erfahren, denen ich dafür mein Leben lang dankbar bin. Das Wissen um die Verwurzelung ist auch einer der Gründe, weshalb wir zusammen mit der ICZ einen großen Teil der bedeutenden Bibliothek des Breslauer Rabbinerseminars pflegen, aber auch weshalb wir uns für das Projekt Doppeltür engagieren, mit dem das frühere Zusammenleben von Juden und Christen in Endingen und Lengnau vermittelt wird. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund wird sich in Zukunft noch stärker als in der Vergangenheit dafür einsetzen müssen, dass auch Minderheiten nach ihren Maßstäben und Traditionen in Freiheit und ohne gesetzliche Eingriffe der Volksmehrheit leben können. In der säkularisierten Gesellschaft wird dies zu neuen Auseinandersetzungen über das Verhältnis Staat, Gesellschaft, Religionen führen, vor allem in einer direkten Demokratie wie in der Schweiz. Der SEG muss sich hier an vorderster Stelle zu Wort melden. Dazu wünsche ich dem SEG Geduld, Unermüdlichkeit und Widerstandskraft. Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine freundliche Geste oder ein spontaner Witz hilft, sich näher zu kommen. Deshalb habe ich immer versucht, Auseinandersetzungen argumentativ und unaufgeregt und mit einem hohen Maß an Kompromissbereitschaft auszutragen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich gestatte mir, diese Abschiedsrede mit denselben Worten zu beenden, mit denen ich auch viele meiner Tour d'Horizon an den SEG-Delegiertenabenden beschlossen habe. Lassen Sie mich Ihnen allen, Ihren Familien und Gemeinden und nicht zuletzt auch dem SEG, unserem SEG, Masel und Broche, Glück und Segen zurufen. Diese Worte vereinen uns alle Juden auf der ganzen Welt, religiöse, säkulare, linke und rechte.
Damit gebe ich das Wort und das Amt zurück mit einem tiefen Dank an Sie alle.